Na, zusammen, hier ist wieder Tilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, was wir aus einer Paragon-Kiste rausbekommen. Und zwar aus der von den Champions von Azeroth. Und wer jetzt nicht genau weiß, wie das mit den Paragon-Kisten funktioniert, es ist so, wenn ihr den Ruf bei einer BFA-Fraktion auf Ehrfürchtig gespielt habt, könnt ihr dann nochmal 10.000 extra Ruf farmen. Und dann bekommt ihr eine, ja, Paragon-Kiste, und zwar brauchen wir in dem Fall die von dem Champions von Azeroth, und dort kann dann ein Spielzeug drin sein. Und dieses Spielzeug ist hier Azerith-Raketenzünder, und wenn wir den einsetzen, dann gibt es ja ein kleines Feuerwerk, und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal im Speziellen an. Einmal eingesetzt und ihr seht, zack, kleines Feuerwerk, mehr ist es nicht, 10 Minuten Abklingzeit und ja, einfach quasi den Ruf frei spielen. Ich kann euch empfehlen, so wie es ich jetzt gemacht habe, ich habe das nur mit Main gefarmt und habe dann lediglich immer die, jetzt machen wir das mal klein, hier die Emissary gefarmt, die 1500 Ruf bringt. Als Mensch kriegt man noch ein bisschen mehr, beziehungsweise mit Bonussen oder mit Boni wie bei Dunkelmond Yama kann man das noch ein bisschen erhöhen, aber im Prinzip ist es das. Ich würde euch davon abraten, jede World Quest zu machen, die für die Champions von Azeroth Ruf bringt, weil das ist einfach ein ziemliches, ja, es bringt ziemlich wenig Ruf im Verhältnis zu dem, was die Emissary Back da quasi einen Ruf gewährt. Ja, das war's eigentlich schon. Ich werde euch die anderen Toys auch noch zeigen, sobald ich sie aus den Kisten rauskriege. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Toy Guide. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.